Yo, was geht ab, Leute? What's poppin'? U2X wieder für euch am Start mit einem weiteren The Journey Video auf meinem Kanal. Und heute ist es sehr wahrscheinlich die letzte Episode von The Williams, weil das Kapitel 5 endet heute und wir springen dann wahrscheinlich ins Kapitel 6 und gehen zurück zu Hunter. Ihr habt ihn vermisst, habt ihr mir in der letzten Episode geschrieben. Ihr habt alle Hashtag Hunter in die Kommentare geballert und das hat mich wieder übel gefreut, dass ihr wieder so aktiv gewesen seid. Ein Daumen hoch dagelassen habt, ein Abo dagelassen habt und das könnt ihr heute einfach wieder machen. Lasst wieder einen Daumen hoch da. Ich würde sagen, 5000 Likes schaffen wir heute wieder easy. Und ein Abo könnt ihr auch alle nochmal da lassen für alle, die es nicht getan haben. Heute haben wir hier wieder einen Attributpunkt zu vergeben. Richtig fresh, ihr seht das hier schon. Wir sind auf einer 75er Bewertung mit Danny Williams. Wir haben die Karriere so gut wie gewonnen, beziehungsweise gerettet. Ey, wir haben einfach krasse Tore geschossen, wir haben krasse Vorlagen gegeben. Und allgemein haben wir mit Danny Williams rasiert. Ich würde sagen, heute behalten wir erstmal unseren Attributpunkt hier für diesen Stat. Für faire Zweikämpfe, da brauchen wir Skillpunkt kosten 1, wieso können wir den denn nicht benutzen? Wir haben doch einen Skillpunkt. Naja, dann halt machen wir den Außenrisspass ein bisschen höher oder den Spielmacherwert. Ich hau mal den Spielmacherwert ein bisschen höher. Juckt jetzt eh nicht mehr, ist die letzte Episode mit Williams. Danach kann er mal zusehen, wie er alleine weiter durchzieht, weil wir können ja nicht die Karriere nochmal retten von Williams. Deswegen muss er das mal schon alleine machen beim nächsten Mal. Jetzt geht im Social Media Postings wieder ein bisschen Struggle ab, weil hier postet jemand: gutes Resultat heute für Manchester United, der Williams mit brauchbarer Leistung. Das ist jetzt brauchbar, oder was? Das ist jetzt nicht gut, sondern brauchbar. Alles klar. Du musst einfach nur dranbleiben, der Williams, das Talent hast du. Dankeschön, das haben wir letztes Mal schon gelesen. Und Jim White postet: die nächste Chance für The Williams Footy zu glänzen. Ich glaube, das gelingt ihm auch, obwohl die Gerüchteküche gerade brodelt. Hatten wir auch schon in der letzten Episode vorgelesen. Und ihr könnt es unten sehen, Williams hat jetzt einfach schon 53.000 Follower. Ich glaube, wo wir im Kapitel 5 angefangen haben, hatte der 4.000 oder 6.000 Follower. Also da ist auf jeden Fall gut was abgegangen. Und jetzt sind wir im Pokalfinale, glaube ich, gegen Liverpool. Die englische Liga hat ja immer so viele Pokalspiele oder allgemein Pokalturniere, Alter. Das ist einfach heftig. Und heutiger Plan ist die direkte Abnahme Angriffsszenarios. Okay, das kann man sogar selbst machen, aber brauchen wir nicht mehr, weil es eh die letzte Episode mit Williams. Und danach geht es wahrscheinlich in das Spiel mit Danny Williams. Die besten Teams trainieren härter als alle anderen. Also ratet mal, was ihr heute machen dürft. Oh nee, kennt ihr das, wenn der Trainer sagt, heute wird hart trainiert, heute geht's laufen und so. Gar kein Bock. Und das ist hier heute auch dran, sagt der Trainer. Naja, das machen wir auf jeden Fall mal. Wir simulieren die ganze Sache eh. Und sind danach im Spiel gegen Liverpool im Finale. Wenn wir das gewinnen, dann wäre auf jeden Fall lit. C und D Benotung. Richtig stark, Williams. Genauso will ich dich sehen. Nicht, bruh. Okay, alles klar, Williams. Hab ich irgendeine Ansage vom Coach? Das war halbherzig heute. Das sagt der Coach wieder mal. War echt halbherzig. C und D ist keine gute Leistung. Wir sind trotzdem easy in der Startelf, könnt ihr da oben sehen. Deswegen juckt das Ganze eh nicht. Weiter geht's. Und jetzt geht's wahrscheinlich in eine Sequenz. Mal gucken, was der Trainer zu sagen hat. Er hat gar keinen Bock. Er ist richtig abgefuckt. Ja! Glückwunsch, Danny. Hast du dir verdient. War nicht leicht, Mann. War nicht leicht. Dachtest du, es wird leicht. Im Ernst? Ich war immer der beste Mann auf dem Platz, schon als Kind, Mann. Mir fiel alles leicht. Jeder hier in der Kabine war immer der Beste. Ist bei jedem Verein dasselbe. Jetzt spielst du wirklich bei den Besten. Ja, Mann. Ja, da hast du natürlich recht. Aber jetzt, jetzt ist The Williams genau da, wo er hingehört. Klar? Ha. Guck mal, Pogba an. Pogba denkt sich auch, was für ein Spasti. Pogba, richtig geil. Er guckt einfach nur, er sagt gar nichts. Er chillt einfach nur daneben und guckt. War wieder mal eine fresche Sequenz, feiere ich auf jeden Fall an der Stelle, muss ich zugeben. Und das Zimmer von Williams, das musste ich auch mal verbessern, Alter. Das sieht aus wie so eine kleine Kinderbude, so wie bei mir hier, da muss ich auch mal was machen. Im Gegensatz zu Hunter ist das auf jeden Fall kein freshes Zimmer. So, die Social Media Postings, die schreiben jetzt bestimmt irgendwie sowas wie: ja, Mann, der Williams, der muss glänzen im Liverpool Match, EFL Cup Finale. Mal gucken, Pokalspiel, Bruderherz, locker bleiben, der Williams, Hashtag kein Thema, guck. Ruhm wartet auf die Sieger. Bist du bereit, der Williams? Hashtag Liga Cup. Auf jeden Fall, Philipp, ich bin bereit. Und Alex Hunter postet was.
Digga, ich habe gerade über Williams was gepostet, weil ich spiele eigentlich Alexander in The Journey. Also habe ich gepostet, viel Erfolg im Finale, The Williams, konzentriere dich aufs Spiel, dann läuft alles. Und hier sind noch viel, viel, viel mehr Postings für Williams am Start. Die brauchen wir jetzt aber nicht durchlesen, weil jetzt geht es los ins Match. Und ich würde sagen, Manchester United gegen Liverpool steht an. Wir stehen in der Startelf und jetzt wird rasiert, Alter. Wir gucken uns das Ganze hier nochmal an. Ich drücke auf Weiter. Drück hier auch auf Weiter und ja Leute, ich weiß, Bad Hair Day. Déjà vu? C'est vrai, Toro, c'est vrai. Ihr seid offenbar ziemlich verzweifelt, hä? Mit dem Clown bei euch im Sturm. Moment, war da was? Oh, du bist das. Du spielst in der Premier League, hä, Williams? Hey, hör mal zu. Du bist hier weg, sobald ein echter Spieler kommt. Jan, unser Überläufer. Ständig am Quaken wie eine Ente. Quack, quack, quack. Wir sehen uns, Walker. Ja. Junge, 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 da hat Gareth Walker ausgepackt. Ich hab den endlich mal wieder gesehen, Alter. Wie lange haben wir Gareth Walker nicht mehr gesehen? Ich glaube, seit dem Interview mit Ferdinand war das, glaube ich, haben wir Gareth Walker nicht mehr in den Journey gesehen. Und jetzt kommt er und macht direkt Papa, 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 Papa. Schießt direkt auf jeden von denen. Naja, jetzt geht's ins Spiel. Jetzt werden wir Gareth Walker mal zeigen, was er davon hat, dass er so eine große Bob hatte. Weiter geht's. Hier geht's auch schon direkt los. Mal gucken, ob wir hier eine Kombi raushasseln können. Da kann man auf jeden Fall gerade irgendwas raushasseln. Da oben ist nämlich jetzt alles frei. Da auch. Ah, der Pass war nicht so genial. Aber jetzt hier, pap, Ballrolle, dann der Pass. Und jetzt die Flanke auf. Bruh. So, mal gucken, ob man hier ein Kopfballtor mit Danny Williams raushasseln kann. Der auf jeden Fall lit. Pogba geht hin. Und der macht das Kopfballtor. Ey, du nimmst einfach Williams das Tor weg, aber YOLO. So, Williams will auch noch ein Tor machen. Geht mit dem Heel-to-Heel vorbei. Ballrolle schickt dann hier Mkhitaryan und der ist schnell. Der ist schnell. Aber ich will das Tor mit Williams machen, deswegen bleiben wir stehen. Spielen den Ball noch auf Williams und machen den Finesse mit links. Was? Seit wann kannst du sowas? Mit links. 13 Minuten 2-0 Liverpool. Ja. Das Ding ist, Leute, ich spiele hier noch komplett wie in der Weekend. Ich laufe jeden Passweg zu und so. Ich denke auch noch, es ist Wochenende und ich muss sweaten. Ich kann hier mal ein bisschen chilliger spielen gegen Computer, sonst ist es ja zu einfach, glaube ich. Aber bockt eigentlich so. Ich bin auch voll im Flow gerade. Richtig chillig, aber der Team macht mir gerade auch ein bisschen Struggle. Hier, jetzt hol dir mal den Ball. Noch nicht? Bruh. Nice, den Ball geholt und jetzt geht's hier schnell. Komm, und da oben ist nämlich alles frei gerade. Oder auch so. Oder auch so. Und das ist wer? Matic? Direkt mal auf Williams Heel to Heel. Oh, da ist er durch. Ich sag euch, macht gegen Computer Heel to Heel. 9,4er Bewertung. Die sind so effektiv gegen Computer, ne? Wow. Nein, jetzt hat er mich ausgekontert. Oh, shit. Ah. Nein, nein. Sowas passiert anscheinend nicht nur in der Weekend League, sondern auch in The Journey. Habt ihr das gerade gesehen beim Computer? What? Leute, habt ihr sowas schon mal gegen Computer gesehen gehabt und da pfeift er das Spiel ab. Die letzte Chance. Wie oft war das gerade Latte? Ich hab's gerade nicht mitbekommen. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Zweimal, dreimal. Und das passiert sogar bei Computern. Das heißt nicht nur bei uns. What? Das ist ja richtig verrückt gewesen. Ja, Mann. Gareth Walker ist am Boden zerstört. Eben noch so eine Sprüche rausgehauen. Und jetzt feiert ihr Manchester United mit einem 3:0 Sieg gegen Liverpool. Den Cup haben wir einfach geholt, den Pokal. Einfach easy going mit einem 3:0 im Finale. Richtig nice. Und da feiern diese Manchester United Leute sich auf jeden Fall übel. Und ich glaube, die Karriere von Danny Williams ist gerettet. Richtig nice. Mal gucken, was der Trainer dazu sagen hat. Jetzt kommt bestimmt eine richtig dicke Sequenz. Das heißt, holt euch Popcorn, holt euch Chips, lehnt euch zurück und gönnt euch. Mal gucken, was jetzt hier geht. Wir haben auf Weiter geklickt. Black Screen ist da auf jeden Fall. Immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Ja! Gutes Spiel, Williams. Du entwickelst dich zu einem guten Spieler, Junge. Danke, Boss. Für mich gehörst du ins Team. Ja, Mann, Digga, ja, Mann. Oh, Walker, was hast du zu sagen, Bro? Ist nicht gelaufen, Walker. Danke, Walker. Tja, Pech. Was für ist nicht... Eieiei, wie sollen wir jetzt antworten? Hitzköpfe oder danke, Walker? Ich glaube, wir antworten mal auf frech Hitzköpfe. Das ist einfach witziger und krasser. Und deswegen, bupp. Ist wohl nicht gelaufen, Walker? Also alles beim Alten, oder nicht? Danke, Mann.
bist ein echter Gentleman, Williams. Wie du mir, so ich dir, Mann. Ja, Mann, wie du mir, so ich dir. Party hat jetzt, oder was? Champions. Pogba fühlt auch ein bisschen Lukaku, Pogba, Smalling. Jetzt geht's auf jeden Fall dick Party machen, dick chillen, Alter. Dick Session machen, feier ich auf jeden Fall. Und hier kriegen wir nochmal unsere Belohnungen. 9,4er Bewertung haben wir geknackt. Startelf-Bonus von 1900. Shish. Torschützenbonus kriegen wir natürlich auch. Das Ganze kann ich hier skippen. Transfermarkt, ja. Gesamtbewertung, Skillpunkte, bla, bli, blub. EFL Cup mit 13-0 gewonnen. Lit, Liddy again. Weiter geht's. Mal gucken, was jetzt ansteht. Und Kapitel 5 ist zu Ende, Leute. Gib die Vorlage zu einem Griezmann-Tor. Wie soll ich das gemacht haben? Das ist doch unmöglich, weil ich mich in der 8. Minute direkt verletzt habe mit Alex Hunter. Aber wir haben den EFL Cup mit Danny gewonnen und haben einen Startelf-Bonus bekommen mit Danny. Fresh, Alter. Geile Sache. Feier ich, muss ich zugeben. Und jetzt haben wir Kapitel 5 abgeschlossen. Wir drücken auf Weiter. Kriegen dafür in Ultimate Team eine Inform-Karte von Danny Williams, oder was? Hä? Ey, das wäre zu fresh, wenn wir das jetzt bekommen. Mal gucken. Die Journey fortsetzt Ultimate Team spielen. Ich will jetzt gucken, ob ich diese Karte ehrlich bekommen habe. Das wird sich ja zu lohnen. Einfach eine Inform-Karte von Danny Williams in Ultimate Team, als ob, oder? Leute, wir gucken uns das kurz an. Und dann, das wäre heftig, Digga. Kapitel 5 lohnt sich dann ja übel. Leute, Kapitel 5 abgeschlossen. The Journey. Du hast eine The Journey-Belohnung erhalten, okay? Was habe ich denn jetzt bekommen? Bruh. Danny Williams bei Manchester United. Als Informkarte. 78 Tempo, 73 Schießen. Starker Fuß, rechts, schwacher Fuß, 3 Sterne. Wie geil ist das denn, Leute? Den speichere ich direkt in meinen Verein ab. Und somit, Leute, ist Hunter zurück. Hunter is back. Hashtag Hunter is back. Jetzt ab in die Kommentare. Ihr habt es hier oben eben gesehen. 6000 Follower sind gestiegen. Thierry Henry, von Verletzungen bleibt niemand verschont. Mr. Alexander, entscheidend ist nur, wie man den Weg zurückschafft. Und jetzt sind wir im Kapitel 6 angelangt. 533.000 Follower. Ich habe Hunter vermisst, Alter. Und es war heute nur eine etwas kürzere Episode. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Lasst einen fetten Daumen hoch dafür, die Informcard von Danny Williams. Lasst ein Abo da, aktiviert noch alle die Glocke, die es nicht getan haben. Und morgen um 15 Uhr geht es dann weiter mit Alex Hunter in The Journey. Es wird krass, Leute, es wird eskalieren. Heute kommt noch ein Video um 19 Uhr, checkt das auch ab. Und ich würde sagen, das war's mit dieser kürzeren Episode von The Journey. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Und Peace.